Guten Tag, meine Schüler. Wir haben heute die Uhrzeit. Wir haben zwei Arten von Uhrzeit. Eins offiziell und inoffiziell. Wir beginnen zuerst die Uhrzeit offiziell. Wir benutzen die normalen Zahlen. Wie zum Beispiel, es ist 3 Uhr. 3 hier ist die Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 1 oder es ist 1 Uhr. Es ist 3 Uhr 5. 3 ist die Uhr, 5 ist die Minute. Es ist 3 Uhr 55. Das ist die Uhr und hier sind die Minuten, 55 Minuten. Es ist 3 Uhr 10. Es ist 3 Uhr 50. Es ist 3 Uhr 15. Es ist 3 Uhr 45. Es ist 3 Uhr 20. Es ist 3 Uhr 40. Es ist 3 Uhr 30. Es ist 4 Uhr 30. Es ist 3 Uhr 25. Es ist 4 Uhr 25. Es ist 3 Uhr 35. Es ist 4 Uhr 35. Und jetzt die Uhrzeit inoffiziell. Wir benutzen vor, und das heißt before auf Englisch, oder nach, und das bedeutet after auf Englisch. Wir benutzen halb, und das heißt 30 Minuten, und Viertel, und das heißt 15 oder 45 Minuten. Beispiele. Wir haben hier die Frage, wie spät ist es? Und Nummer 3 ist Viertel oder 15 Minuten. Nummer 9 ist auch Viertel, 45 Minuten. In dieser Halb wir benutzen nach. In dieser Halb wir benutzen vor. Es ist 3 Uhr. 3 ist die Uhr. Es ist 1 oder es ist 1 Uhr. Das ist gleich wie die offiziell. Hier, es ist 5 nach 3. 5 hier ist die Minute. Nach, wir haben gesagt, das bedeutet after und 3, die Uhr. Es ist 5 vor 4. Vor, before. Es ist 5 vor 4. Es ist 10 nach 3. 10 ist die Minuten und 3 ist die Uhr. Es ist 10 vor 4. Es ist Viertel nach 3. Viertel bedeutet 15. Es ist Viertel nach 3. Es ist Viertel vor 4. Wir haben gesagt, auch Viertel bedeutet auch 45. Es ist 20 nach 3. Es ist 20 vor 4. Es ist halb 4. Es ist halb 5. Es ist 5 vor halb 4. Es ist 5 vor halb 5. Es ist 5 nach halb 4. Es ist 5 nach halb 5. Und jetzt eine Merk. Wie können wir nach der Uhrzeit fragen? Wir haben zwei Fragen. Zuerst, wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? Danke, tschüss.